Nachdem es mein Sway also fertig ist, habe ich die Möglichkeit, diese mit anderen zu teilen, indem sie schon oben auf den Delen-Button klicken. Ich kann hier auswählen, ob sie sonst dir gucken oder auch noch etwas drüber abstecken. Ich will mal einfach gucken. Da kann ich hier auswählen, ob bestimmte Leute oder Gruppen sich gucken können, Leute, die einen Account 365.education.lu haben, oder Jitfren, den der Link geschickt kriegt. Ich will mal einfach bestimmte Leute, habe ich hier Nummern, die ich soll können gucken. Da wähle ich den aus und kann den über den Knöpfchen hier evitieren. Ich kann mir auch einen Link generieren lassen, an dem ich hier drüber klicken, auf Copy drücken. Das kann ich dann an meiner E-Mail zum Beispiel dran setzen und ich kriege den Link geschickt. Ich gehe ein paar zurück. Habe ich auch nach Möglichkeit zu suchen, diejenigen, die den Link geschickt kriegen, haben meine zwei gesehen. Können die ihn auch mit anderen teilen oder eben nicht. Das sind eben die verschiedenen Ausstellungsmöglichkeiten, für das andere Leute das Sway gucken oder auch, dass die kollaborativ unangenehm Sway schaffen.